10 Uhr. Im Lessing-Gymnasium besprach Carsten Held mit der Klasse 10M den Film Das Parfüm. Insbesondere ging er dabei auf dessen literarische Verfilmung und gestalterische Bearbeitung. 11 Uhr. Das Lernprojekt Kulturschule fand sich in der Gruppe ein. Dirk Wienig arbeitete mit seiner Gruppe an einem großen Pappenheimer. Sabine Kopischke zeigte den Kindern, wie Mimik und Gestik im Theater funktionieren und wie man sie einsetzt. Katharina Elle brachte ihrer Gruppe die richtigen Tischmanieren und den Umgang mit den Stäbchen bei. Deiner Mutti, meiner Mutti? 14.15 Uhr. Im Keramikkurs von Manja Klimt zeigten die Mädchen, was sie drauf haben. 18 Uhr. Bei der Pressekonferenz der Bildungspartnerschaft zwischen dem Lessing-Gymnasium und der Kulturfabrik Hoyerswerda wurden die Ergebnisse des letzten Schuljahres präsentiert. Dabei wurden Kompetenznachweise an Schüler des Lessing-Gymnasiums verliehen. Als unterhaltsame Beilage wurden das Jugendtheaterstück Wilder Wilder Westen und eine musikalische Darbietung von Schülern des Lessing-Gymnasiums vorgeführt. 19 Uhr. Im Malzirkel von Anita Guske wurde wieder mal sehr kreativ gearbeitet. Die Theatergruppe begann mit der Leseprobe zu ihrem neuen Stück Es war einmal die Nachtigall. Romeo und Julia, was wisst ihr denn zwei davon? Von Liebe. Die Tanzproben zu einer Stadt tanzt unter Aufsicht von Dirk Lienig gingen auch planmäßig vonstatten.